Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Wunschpartner, Liebesorakel. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Diese Beratungsvideos sind anonym. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung Wunschpartner Liebesorakel 25 Euro. Nach Wunsch kann ich euch energetisch unterstützen mit einem kleinen Ritual und Energieübertragung. Die Ritual und die Energieübertragung ist gratis. Imosiela ist die mediale Name. Liebe Imosiela, ich grüße dich. Das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und ich möchte mich bedanken für diesen Auftrag. Deine Situation ist folgendes. Er ist im Rückzug und du möchtest wissen, warum. Und wie geht es weiter? Erstmal kommt deine persönliche mediale Botschaft. Er beobachtet dich, du kannst sicher sein. Und er kommt auch zurück. Aber er braucht einen gewissen Freiraum. Sein Thema ist, er fühlt sich beengt. Das war die mediale Botschaft. Jetzt schauen wir das astrologisch an. Du hast die indische Astrologie gewählt und ich muss dazu sagen, die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzision und es ist eine andere Berechnung. Also nicht wundern, dass Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten anders platzieren, als in westlichen Astrologie. Nach diesem indischen Berechnung hast du Aszendent Fischen. Und das bedeutet, dass in diesem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist, die Tierkreiszeichen Fischen ist in Osthorizont aufgestiegen. Das war die erste kosmische Energie, die dich begrüßt hat im Erdenleben. Und diese Energie beeinflusst deine Persönlichkeit, beeinflusst dein Aussehen, beeinflusst dein Auftreten, so bist du auch wahrgenommen. Und das ist sehr gefühlsvoll, romantisch, verträumt, künstlerisch begabt, sinnlich. Und dieser Mondhaus, wo dein Aszendent befindet, heißt Revati. Was sind diese Mondhäuser? Das sind die Tagesbewegung des Mondes. Ich erzähle immer die Geschichte dazu, das zu versinnbildlichen. Der Mond ist ein Mann und verliebt sich an Rohini und macht einen Heiratsantrag. Und die zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, nun gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst auch ihre Schwester heiraten. Und die Mond heiratete alle Schwestern, 27. Und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Und jede Frau ist anderes. Und natürlich, das kommt von Sternen. So werden diese Frauen dann auch beschrieben. Und das ist die Tagesbewegung des Mondes und das hat einen Einfluss auf unseren Alltag, aber hat auch einen Einfluss auf unserem Horoskop, weil diese Sterne wirken aber auch. Und ein Aszendent befindet sich in diesem Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Revati. Und das bedeutet, alles zu einem krönenden Abschluss bringen. Du kommst in deine Ziele
und bedeutet auch eine charismatische Ausstrahlung. Warum? Alpha Andromeda bestrahlt dein Aszendent und Andromeda ist die schöne Königstochter, wunderschön und hat eine Verbindung zum Venus. Das ist deine Sinnlichkeit, deine Schönheit, deine charismatische Ausstrahlung und so bist du auch wahrgenommen. Deine Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge und dieser Mondhaus heißt Mruga und hier wirkt ein ganz großes Sternbild und dieses Sternbild heißt Orion und Orion ist der himmlische Jäger, also ist immer auf dem Jagd und das bedeutet für dich Ziele setzen, die Ziele nicht aus den Augen verlieren, jage nach deinen Zielen. Aber die Sonne kommt auch noch dazu. Du musst das im Klaren sein und es auch sehen. Dein Mond befindet sich im Skorpion. Wow, das ist sehr magisch, mystisch und auch erotisch. Und das entspricht deinen Gefühlen. Und dieser Mondhaus heißt Jeshta. Und bei diesen 27 Geschwister war sie die Älteste. Aber fühle dich nicht alt, also bewahre deine jugendliche Frische. Diese älteste Schwester bedeutet was anderes. Hier wird von Antares bestrahlt. Und Antares, dieser Stern Antares, gehört zu den königlichen Sternen. Das ist die Kraft und die Mut. Und das ist volle Energie. Und diese Schwester, diese älteste Schwester, ist wirklich volle Energie und tapfer, klug und stolz und bekommt Respekt. Und das brauchst du auch, Respekt bekommen in dein Leben. Dein Venus. Venus ist die Liebesplanet, das Weibliche. Dein Venus befindet sich in dein Horoskop in der Tierkreiszeichen Zwillinge. Das gibt dir eine jugendliche Aussehen und gibt dir die Leichtigkeit und diese Lebendigkeit. Dieser Mondhaus, wo dein Venus befindet, heißt Punarvashu und hier wird von Sirius bestrahlt. Sirius, dieser Stern Sirius, ist berühmt. Die alten Ägypten haben Sirius verehrt. Warum? Weil das ist einer von den hellsten Sternen überhaupt. Das ist wie ein Diamant leuchtet im Himmel. Und Sirius zeigt in eine Richtung. Und das ist die Nordpol. Und das dient zum Orientierung. Für dich als Frau wichtig, in diesem Glanz zu kommen. Du bist wie ein ungeschliffener Diamant und bring das im Glanz und zeig das nach außen. Dann hast du diesen Glanz, diese charismatische Ausstrahlung. Mars ist der Mann. Wie stellst du den Mann vor? Dein Mars ist im Krebs. Also der Mann soll familiär sein und gefühlsvoll und feinfühlig. Und dieses Mondhaus, wo dein Mars befindet, heißt Bushia und das bedeutet, hier hast du ein Thema Geduld. Hier lernt man geduldig zu sein. In sein Horoskop, er ist in Tierkreiszeichen Zwillinge geboren. Ihr seid beide Zwillinge. Und sein Mond, was seinen Gefühlen symbolisiert, befindet sich im Stier. Das heißt, er ist kurz vor Neumond geboren. So ein Tag vor Neumond ist er geboren. Seine männliche Kraft ist im Jungfrau. Und bei dir öffnet sich den Tor zur Liebepartnerschaft, diese geheime Tor, öffnet sich mit Jungfrau.
Und das entspricht, das ist dein Seelenpartner, wenn sein Mars da ist, das ist ein Hinweis dafür. Und sein Venus, wie stellt er die Frau vor? Was ist seine Vorstellung? Sein Venus ist in Tierkreiszeichen Widder. Und diese Venus-Energie, wie er die Frau vorstellt, das bedeutet nicht, dass die Frau in Tierkreiszeichen wiedergeboren soll, aber soll diese Eigenschaften haben, hier in diesem Mondhaus, was Kritika heißt, wirken die Plejaden und hier befindet sich das goldene Tor, die Ekliptik. Diese Plejaden sind die sieben Geschwister und sie haben Tränen. Und das sind entweder die Tränen, die Traurigkeit oder die Tränen, die Freude. Und hier bei Tor, in diesem goldenen Tor, die Ekliptik, entscheiden wir uns. Sind wir optimistisch oder eher pessimistisch? Sind wir die Gewinner im Leben oder die Verlierer des Lebens? Und das wirkt auf die Venus-Energie in sein Horoskop. Das heißt, er braucht eine Frau, die optimistisch ist und Kraft zeigt. Kraft zeigt und mutig ist und nicht aufgibt. Und das ist sein Wunsch, dass die Frau soll so sein. Also versuche ihm das zu vermitteln. Und sein Männlichkeit, seine männliche Energie, der Mann in der Tierkreiszeichen, eine Jungfrau, dieser Mondhaus, wo seine Männlichkeit, sein Mars befindet, heißt Hasta. Übersetzt bedeutet das Handlungen, Hand und Handlungen. Und diesem Mondhaus wird vom Windemiatrix bestrahlt. Diese Windemiatrix kennen wir von klassischen griechischen Mythologie. Sie ist die Weinleserin und steht in eine ganz enge Verbindung zum Weingott Dionysos. Und diese Weinleserin, diese Windemiatrix, symbolisiert die Lebensfreude, das Fest, ein bisschen Wein und Lachen und fröhlich zu sein, Tanz und Musik. Und das, daran liegt sein männliches Potenzial. Er liebt es, auch in der Liebepartnerschaft, diese Fröhlichkeit. Wenn ich die Karma betrachte, das frühere Leben, du hast in früheren Leben die Erfahrungen gemacht, das wird zum Tierkreiszeichen Löwe zugeordnet. Du kennst dich sehr gut in Tierkreiszeichen Löwe und das ist dein Selbstbewusstsein, deine Selbstdarstellung, deine schöpferische Kraft, diese Energie und auch dieser Wunsch, im Mittelpunkt zu stehen. Und du gehst in eine neue Richtung und das ist dein Schicksalsweg, weil das ist für dich vorbestimmt. Das ist dein karmischer Weg, dein Schicksalsweg. Da warst du noch nicht, das sind die unbekannten Möglichkeiten. Da kennst du dich nicht aus, aber du lernst es. Und das ist der Weg, Tierkreiszeichen Wassermann. Und ich beschreibe kurz die Wassermann-Eigenschaften, weil das hilft dir, frei zu sein, glücklich zu sein, in diesem Weg zu gehen. Fühle dich einzigartig, fühle dich außergewöhnlich, betrachte alles mit deinen Adleraugen von oben, dann hast du die weite Blick und die Luftelement, natürlich die Leichtigkeit, aber als Zwillingsgeborenen hast du das auch. Sein alte Karma, seine alten karmischen Erfahrungen hat er in Tierkreiszeichen Schütze. Das sind die große Reise, große Ziele oder mehrere Ziele, immer diese Beweglichkeit. Und ob er diese hohen Ziele erreicht hat, kann sein.
Aber was er lernt in diesem Leben, das entdecken, was in seiner vertrauten Umgebung ist. Das Glück liegt nämlich nicht immer in die Weiten. Das Glück liegt manchmal in die Nähe. Und das, was er lernt, das auch wahrgenommen und schätzen. Und das ist die Zwillinge. Die Tierkreis zeichnen Zwillinge und auch diese Bewusstsein haben, diese höheren Selbst zum Entdecken. Und weil er in Tierkreis zeichnen Zwillinge geboren ist, er sucht sich, das ist die Suche nach sich selbst, diese Selbstfindung. Das ist sein karmischer Weg. Und dann kann er, dann ist mit sich selbst bewusst oder lernt die Selbstliebe, was ihn auch befreit. Und wenn er das selbst sicher ist, dann kann er in eine Beziehung eingehen. Und das ist gerade, was bei ihm los ist. Ihr habt eine sehr schöne, harmonische Verbindung zueinander. Aber ich muss noch die Mond betonen. Mond symbolisiert die Gefühle. Dein Mond befindet sich im Skorpion. Und sein Mond befindet sich im Stier und es liegt gegenüber. Und das hat auch was zum Sagen. Das spiegelt etwas. Und hier geht es um die Gefühle, um die Emotionen. Du spiegelst ihm etwas und er spiegelt dir auch etwas. Aber bei dieser gegenüberliegenden Position ist noch etwas Wichtiges zu beachten. Das ist wie eine Waage, wie eine Apothekenwaage. Hier braucht man die Gleichgewicht. Nicht zu viel, nicht zu wenig, immer ein Entgegenkommen. So kommt ihr in Harmonie. Natürlich, er als Stier kann mal eifersüchtig sein oder versuchen, dich in Besitz zu nehmen oder kann auch mal bequem sein, das Leben genießen. Und du als Skorpion, Mond, nimmst du das sehr emotional auf, dann fühlst du dich verletzt und einer oder andere zieht sich zurück, wie jetzt gerade, dann kippt die Waageschale. Und das ist wichtig, ein Entgegenkommen. Aber ihr trifft dann in die Mitte, nicht zu viel, nicht zu wenig. Wenn das zu viel ist, man fühlt sich auch ausgenutzt. Wenn das zu wenig ist, dann hat man Erwartungen und die andere ist stur und er mit Stiermond ist natürlich stur. Und jetzt schauen wir diese Legung an. Hier oben steht sie. Das bedeutet, das sind deine Karten. Gegenüber steht hier oben er. Das sind seine Karten. In welchen Situation befindest du dich im Augenblick? Das zeigt diese drei Karten in die Mitte. Die erste Karte zeigt, bring deinen Gefühlen in Ordnung. Komm zur inneren Ruhe, zum inneren Gleichgewicht und bleib in dieser Warteposition mit einer absoluten Ruhe, weil du weißt, das war auch die mediale Botschaft, dass er dich beobachtet. Auch wenn er sich jetzt nicht meldet, er ist trotzdem da. Im Hintergrund ist er da. Also sei davon überzeugt. Die zweite Karte bedeutet diese Waage, gerade das, was ich erzählt habe, euren Mond liegt gegenüber und das ist diese Waageschale. Du als Skorpionmond und er als Stiermond, genau hier liegt die Gleichgewicht oder ihr braucht diese Gleichgewicht, etwas ausgleichen. Aber achte darauf, dass du auch im inneren Gleichgewicht bleibst und achte auch darauf, dass du dich nicht vergleichst mit anderen. Weil du kannst dich auch präsentieren, du musst dich nicht verstecken, du musst dich nicht weglaufen, sondern stell hier in die Mitte. Und das kannst du auch, weil du hast die alten karmischen Erfahrungen im Löwe. Und ein Löwe läuft nicht weg, ein Löwe stellt sich in die Mitte und zeigt sich stolz. Und diese Haltung brauchst du. Jetzt schauen wir
seine jetzige momentane Situation. Und das zeigt diese drei Karten. Die erste Karte heißt, es hängt alles in Luft. Er verliert momentan die feste Boden unter den Füßen. Es muss jetzt nicht um diese Partnerschaft gehen. Das kann auch seine finanzielle Lage sein, seine berufliche Situation, seine Ängste. Er hat mindestens mal das Gefühl, es hängt alles in Luft. Er findet die Halt nicht. Und die zweite Karte bedeutet die Bedürfnisse nach Sicherheit, Stabilität, auch nach finanzieller Sicherheit und Stabilität. Aber er hat Verlustangst. Und da sind auch die verletzten Gefühle. Er hat verletzten Gefühle und er hat Verlustangst. Auch finanziell, aber auch in die liebe Partnerschaft, dass er dich verlieren könnte. Jetzt kannst du fragen, ja, warum meldet er sich nicht? Weil er mit sich selbst beschäftigt ist. Und genau das zeigt dieses Bild. Er muss etwas noch genau anschauen und mal sagen, oh, wo ist mein Platz im Leben? Und wer bin ich? Das ist die Selbstfindung. Oh, was habe ich zum Bieten? Aber diese Taler im Hand, was er gerade genau anschaut, kann ein Symbol sein für seine Angst. Aber eins ist sicher, er sitzt auf diesem Pferd und dieser Pferd bleibt nicht lange stehen, weil dieser Pferd bewegt sich. Worüber sollst du Gedanken machen? Weil das, was kommt in die nächste Zeit, das zeigt diese drei Karten an einer Reise. Das kann bedeuten, dass du auf die Reise gehst. Kann auch bedeuten, dass jemand dich besucht. Das kann auch bedeuten, dass du Auslandskontakte hast, aber bedeutet auch Veränderungen, eine größere Veränderung. Das kann sogar ein Umzug sein. Und die zweite Karte ist wunderschön. Das ist wie eine Verlobung, auf jeden Fall Versöhnung. Und das ist sehr sinnlich und harmonisch. Kann auch bedeuten, dass er bei diesem Abend sagt, weißt du was, wir machen gemeinsame Urlaub. Was noch wichtig ist, etwas zum Lernen. Entweder machst du noch eine Ausbildung oder bist du in der Bibliothek und findest ein tolles Buch für dich und lernst etwas Neues, aber bedeutet auch das Lebensschule. Da gibt es auch viel zum Lernen und Erkenntnisse gewinnen. Jetzt schauen wir seine Gedanken an oder worüber soll er Gedanken machen, was kommt, was beschäftigt ihn. Das zeigt diese drei Karten an. Die erste Karte bedeutet Einseitigkeit. Und damit stoßt man in Grenzen. Entweder fühlt er sich ausgenutzt oder bedeutet, dass er meint, diese Beziehung läuft bisher einseitig. Kann auch bedeuten, dass er verliebt ist oder dich liebt und er zweifelt daran, dass du ihn genauso liebst und er sagt zu sich selbst, ich bilde was ein. Läuft so einseitig alles. Also irgendwas beschäftigt ihn und damit stoßt er auf seine eigenen Grenzen. Etwas läuft einseitig. Und er fühlt sich gefangen. Die Zahl 4 ist eigentlich wunderbar, weil das hat Hand und Fuß. Da kann man auf dem bauen. Aber wenn er Angst hat und es nicht zutraut, dann fühlt er sich beengt, fühlt er sich gefangen. Die mediale Botschaft war auch, er fühlt sich beengt. Er möchte was verändern, etwas in Bewegung setzen, aber er stoßt hier wieder auf seinen Grenzen. Und das ist diese Zahl 8, was bedeutet Höhen und Tiefen und Höhen und Tiefen und dann hin und her und hin und her. Und das will er beenden, aber er hat Angst. Er ist nicht frei, fühlt er sich beengt und überlegt, warum denkt er so, dass alles so einseitig läuft. Jetzt kommen die Geheimnisse.
Was verdrängst du? Was ist da, was du nicht sehen möchtest? Oder weil das erst später kommt und du siehst es noch nicht? Die großen Geheimnisse lüften wir jetzt. Und das zeigt diese drei Karten unten. Es kann auch Themen sein, was du gerne verdrängst und nicht anschauen möchtest. Die erste Karte bedeutet, offen zu sein für etwas. Aber so wie diese Dame hier zeigt, du sperrst den Weg. Warum? Das ist die Angst. Also versuch die Thema Angst anschauen und sagen, okay, ich habe diese Themen, aber ich lasse das los. Und hier diese Brücke bedeutet eine Übergangsphase, bedeutet auch, hier kann man in zwei verschiedenen Richtungen marschieren. Und das ist genau die Thema, was er spiegelt für dich, der goldenen Torte Ekliptik. Wie entscheiden wir in unserem Leben? Sind wir die Verlierer oder sind wir die Gewinner? Mir fällt immer die Märchen ein, von Frau Holle, sind wir die Pechmarie im Leben oder sind wir die Goldmarie im Leben? Das liegt an unserer Einstellung. Und er wünscht eine Frau, der tapfer ist, optimistisch ist und mutig ist und traut etwas zu. Und versuche hier das mal bewusst zu sein damit und gehe in diese Richtung. Dann erfüllst seine Vorstellung, geht es dir besser, verlierst deine Ängste und kommt etwas in Bewegung, weil dadurch verbesserst du deine Situation, dein Leben, aber auch die Liebepartnerschaft, was euch beide verbindet. Jetzt schauen wir seine Karte an. Was verdrängt er? Was will er nicht sehen? Oder weil das noch später kommt und dann kommt es ins Licht. Und das zeigt diese drei Karten an. Die erste Karte ist wie eine Hochzeit. Das ist die Zweisamkeit, die Liebe. Das Haus symbolisiert Schutz, Sicherheit, Stabilität. Bedeutet auch zusammenziehen. Und die zweite Karte bedeutet das Gleiche. Die Stabilität in die Liebe, Partnerschaft, glücklich zu sein von beiden Seiten. Hier ist nicht einseitig, sondern ihr seid beide glücklich. Und in diese Richtung möchte er die Entscheidung treffen. Und hier habe ich noch zwei Karten, was auch wichtig ist. Die erste Karte zeigt an, dass er dich ganze Zeit beobachtet. Da kannst du sicher sein. Das war auch die mediale Botschaft. Ganz witzig, dass dieselbe Karte kommt. Die Münzen bedeuten die Sicherheit, Stabilität, Realität. Hier ist Thema loslassen. Was sollt ihr loslassen? Die Angst und Zweifel sollt ihr loslassen. Aber du kannst sicher sein, dass er zeigt Aufmerksamkeit auf dich und er beobachtet dich. Und ich habe noch eine Karte. Die sind so schön. Und diese Karte bedeutet eine charismatische Ausstrahlung. Dein Charme. So wie dein Aszendent das auch zeigt. Zeigt deine Ausstrahlung. Sei damit bewusst. Und das ist auch deine Anziehungskraft. Komm zu diesem Bewusstsein und bleib im Vertrauen. Liebe Imusiela, das war diese Legung, Wunschpartner, Liebesorakel. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.